Hallo und herzlich willkommen zurück bei God of War. Wir laden jetzt ganz schnell, das müssen wir mal manuell speichern. Wir befinden uns derzeit auf der Suche nach Tyr immer noch und sind auf den Pfad oder wandeln auf den Pfaden der Zwerge. Haben wir allerdings bisher nur gasige kleine Wichte getroffen und Schleimis. Wir schauen mal, das ist unser Sohn und das sind wir. Das bin ich. So, wir schauen mal. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ihr meine kleine Brandy hier nicht hört. Brandy ist mein neuer Ventilator, dass es hier nicht so warm wird. Aber ich glaube, man hat sie nicht gehört. Ich rede einfach die ganze Zeit. Oh, jetzt habe ich schon mal Schreck gekriegt. Jetzt macht gerade jemand oben Rollladen runter. Luftmäßig. Ja, wisst ihr Bescheid? Vorhin stand noch da starke Hitze. Wo muss man eigentlich hin? Warum bin ich hier? Ich habe doch woanders gespeichert. Spiel, ich bin nicht froh darüber. Ach ja, stimmt, wir haben hier oben. Atreus, hast du schon deinen Mittag gegessen? Bitte setz dich hier an den Tisch. Du musst was essen. Was war denn das jetzt bitte? Kann das sein, dass das eigentlich für einen großen Gegner war? Was ist denn jetzt rausgefallen? Warum war das? Atreus, ich verstehe es nicht. Du bist doch so schlau, erzähl es mir. Warum konnte ich das tun? Stellt euch mal vor, ich schlafe mit meinem Sohn da drin. Das wird ganz schön kuschelig. So, was haben wir denn hier? Ich mag, wie das Wasser aussieht. Boah, wir haben gestern oder heute Nacht, heute Abend, also 4 Stunden war es auf jeden Fall Final Fantasy 10 gespielt. Ihr habt, ich weiß nicht, ob ihr das hat mich so glücklich gemacht. Ich weiß auch nicht. Das ist so ein schönes Spiel. Das ist mir damals gar nicht so bewusst gewesen, was das eigentlich für ein schönes Spiel ist. Waren wir unten schon mal? Nee. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Vielleicht habe ich es auch dann oben rechts in der Ecke. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber mindestens hinten am Ende dieser Folge. Wir lesen das hier mal. Atreus, du musst lesen. Gut, dass du die Runen erlernt hast. Codex. Unsichere Wege. Vorsicht, Reisende. Sicher, dieser Weg führt nach Niedervelier. Aber er führt euch zu unsäglichen Gefahren. Wer sich auch nur einen Hauch um die eigene Sicherheit schert, sucht sich einen anderen Weg zur Stadt des Eisens. Wessen Reise von Erfolg gekrönt ist, soll zu mir kommen, damit ich weitersagen kann, welchen Weg man nehmen kann, ohne von etwas Hungrigem und Wütendem gehäutet worden zu sein. Durlin. Hört sich ein bisschen seltsamer. So. Kratos EP. Okay, scheinbar kann ich jetzt in diesem Teil lesen. Wir waren doch hier schon mal. Ich bin doch da drüben hochgegangen. Ja. Schon schön hier, gell? Oh, guck mal, da können wir hoch. Oh, da kommen wir doch her. Wir schippern mal weiter. Komm, Sonio, wir gehen. Wir schippern mal mit unserem Boot weiter. Wenigstens das finde ich auf Anhieb. So, wollen wir da überhaupt runter? Wir gucken mal. Karte. So, wir haben da angelegt. Wir wollen tatsächlich da lang. Also wir müssen hier weiter chippern. Aha. Gut, dann chippern wir weiter. Achtung, Kopf einziehen. Ich finde das immer so cool, wie er sich dann doch mal so justiert, wenn man einfach zu weit weg ist. Und nicht einfach durch die Wand fährt. So, dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Nichts. Einfach mal im Kreis geschippert. So, da können wir drüber fahren. Ernsthaft? Wie geht das denn? Ich habe mich vorbeigestoßen am Ding. Ich will das haben. So, Hacksilber. Sehr schön. Warte, zurückfahren. Oh mein Gott. Warte mal. Ich hoffe, wir fahren jetzt in die richtige Richtung. Lass mich mal gucken. Ja,
Sehr gut, fahren in die richtige Richtung. Ja, sieht man hier noch irgendwas? Kann ich hier irgendwo anlegen? Nee, hier haben wir ein bisschen Hacksilber versteckelt. Da kann man nicht anlegen. Okay. Oh ja, hier gibt es einiges zu tun. Oh, ist aber schnell gefahren hier. Wo müssen wir jetzt mal drehen? So. Mal gucken, wo wir anlegen können. Da können wir anlegen. Kann das sein, dass die gut sind? Oh, da ist eine kleine Heidechse. Ja, ich glaube, die sind tatsächlich gut irgendwie. Was ist mit dir los? Hä? Lauerst du irgendwas? Na, sieh mal, der kleine Kerl ist wieder aus dem Boden aufgetaucht. Ach ja. Er ist zu schnell. Wie sollen wir ihn fangen? Flankier ihn. Greif von hinten an. Gut. Ich verstehe nicht ganz, warum wir ihn fangen sollen. Gab es dazu irgendwas? Wurde uns dazu mal was gesagt? Soll ich lieber hier hingehen? Was soll ich mit ihm tun? Der kommt doch eh nicht raus, wenn ich jetzt hier in der Nähe stehe. Ich bin mir da echt nicht sicher. So, Nio, wir gehen jetzt weiter. Ich weiß nicht, was wir mit dem Vieh machen sollen. Haustier brauchen wir nicht noch hier. Sollen wir hier durchgehen? Nee. Da ist er. Was sollen wir mit ihm tun? Warte mal. Ja, guck mal, wie schnell der ist. Das geht doch gar nicht. Ich habe eine Idee. Und jetzt, wenn er rauskommt, kann ich meine Axt zurückholen. Komm. Oder spürt er meine Axt? Ich glaube, der spürt die Anwesenheit meiner Axt irgendwie. Ah. Naja, gehen. Komm, wir gehen. Hat keinen Sinn. Ich muss hinter ihm. Aber wie? Ich glaube, ich habe echt was ver... Oh, guck mal, hier. Von hier ist gut. Mal sehen, was er hat. Ach, scheinbar war das richtig. Rohleder. Zerbrochene Rune. Hm? Zerbrochene Rune. Schmierseisen. So viel hat er dabei gehabt. Da los. So. Also, dieser kleine Typ hat echt viel dabei gehabt und wir haben es ihm alles aus der Tasche gezogen. Ich fühle mich dabei nicht ganz so gut. Aber hier geht es irgendwie nicht weiter, muss ich sagen. Ist ein bisschen schade. Obwohl es da so schön aussieht. Ha. Gut, Sonio wartet schon. Da oben, wo denn? Ach, da. Ja, das können wir hier auch machen. Lass mich das hier jetzt mal gut machen. Aha, aha, aha. So, da oben haben wir so eine... so ein Ding. Was passiert hier? Achso. Los, do it. Die Hälfte hätten okay. Wir. Da ja, die Hälfte. Eine Kette für den Rest des Tores sein. Ja, gucken mal. Da, eine Kette, die wir hochziehen können. Ach, du bist so schlau, ey. Ohne dich würde ich hier versacken. Warte mal. Da muss ich hin. Wie komme ich jetzt da hoch? Das kann er mir natürlich nicht sagen, gell? Finde ich super. Ich würde jetzt einfach mal hier hochgehen, hätte ich es gesagt. Nee.
Die Musik ist so beruhigend. Also ich komme jetzt hier bestimmt nicht weiter, weil ich den kleinen Typ da umgebracht habe. Ich finde das aber nicht okay. Also beides. Komme ich jetzt da hoch? Wir müssen da mit unserem Boot durchschippern. Also ich habe irgendwie einen Ledernacken, oder? Sieht ein bisschen seltsam aus. Ja. Ne? Was machen wir da jetzt? Hier will er nicht hoch. Ach, guck mal da. Hätten wir das. Falsche Waffe. Ja. Holen wir die mal zurück. Hier vorne gibt's... Hallo? Natürlich ist im Weg. Axibur. Yeah. Klammert dich an die Wand. Wir müssen ihn runterholen. Was? Ja, nee, warte mal. Ach du meine Güte. Oh, haben die irgendwas Krasses verloren? Jetzt ist er unten. Das nächste! Okay, ich muss mich heilen, bitte. Kannst du den Geysir von hier öffnen? Nee, warte erstmal die Zeit ab. Ich muss mich echt heilen. Ich kann ihn schon öffnen, aber will ich das? Muss ich doch meine andere Waffe nehmen? So. Geysir ist offen. Jetzt müssen wir das da hinten zumachen. Okay, dann kann das weiter drehen. Alles klar, ich habe verstanden. Oh, es gibt hier. Dann brauchen wir eine neue Anwaffe hier. So. Oh, jetzt ist das höher. Jetzt kann das hier fröhlich. Oh, ich glaube, ich hab's. Wenn man den Geysir einfriert, dreht der Druck das Rad. Also, so langsam kommt er mir ganz schön, ja. Ich bin zwar stark, aber nicht doof. Junge. Vielleicht doch ein bisschen. Dann dreht er das Rad. Wie komme ich jetzt da hoch? Können wir uns hier irgendwo einhängen? Vielleicht doch. Vielleicht. Oh, warte mal. Da haben wir doch noch was. Ach ja. Der Klotz senkt sich auf. Ja. Ich verstehe. Wir müssen da ran. Aber jetzt geht er ja wieder hoch. Warte mal. Lass mich das mal sehen hier. Treffen? Ja, ja, müssen wir. Da! Hey! Du Blödi! Versucht das Seil zu treffen, das den Klotz hält. Ja, ich weiß, aber... Wie? Ihr seid mir zwei komische, ey. Versucht das Seil zu treffen, das den Klotz hält. Wie lange sollen das hier funktionieren? Ich mache doch hier irgendwas falsch. Vielleicht hätte ich meinen Sohn nicht so anschmarrn.
Versuch, das Seil zu treffen, das den Klotz hält. Na endlich. So. Jetzt funktioniert das doch alles. Was hat er gesagt? Oh, wo bin ich nun? Also. Und wenn wir den Geysir unter dem Rad einfrieren? Vielleicht. Das ist ja interessant. Okay, ich nehme alles zurück. Eins von Quasirs Gedichten. Sehr anspruchsvoll. Du sollst. Okay, wir sollten es mal lesen. Der Sonnenaufgang des Nichts. Eine Geschichte unaufhaltsamer Genialität. Ersonnen von Quasir. Stell dir vor, lieber Leser, ganz nach Belieben, Kreaturen aus Metall, kreichend durch die Lüfte fliegen. Auch durch die Meere schwimmen sie, und übers Land sieht man sie rennen. Doch eine zwingt sie in die Knie. Eine Kriegerin, unschwer zu erkennen. Woher sie kommt, viele Fragen weckt. Ihr Haar trägt die Farbe von Blut so rot. Verbotene Orte sie stets entdeckt, vergraben im Schlamm, doch beileibe nicht tot. Wer kann diese Maid nur sein, die mehr ist, es den Anschein hat, die ihr Volk retten will, ganz allein, und diese Bestien erschlägt in der Tat. So. Alle sammeln, die du findest. Zur Belohnung machen wir erstmal die Kiste auf. So. So, jetzt ist aber geschwört hier. Sag mir doch bitte, was genau du dir von Tyr zu lernen erhoffst. Naja, wie gesagt, ich hoffe, dass er mir etwas über Loki erzählen kann. Ich würde auch gern seine Geschichten hören. Von Reisen in andere Länder, von Riesen und vielleicht, wie es damals war, zu kämpfen. Nur aus reiner Neugier natürlich. Neugier. Hoffen wir, dass Tyr in Plauderlaune ist, nachdem er so lange eingesperrt war. Nicht alle von Odins Gefangenen sind so charmant und redegewandt wie ich. Wir haben keinen Beweis, dass Tyr hier ist. Ja. Okay, sie sind fertig. Ich weiß aber nicht, ob die... Weil manchmal war es ja so beim God of War 1, dass der Mimir dann erzählt hat auf dem Wasser. Ich habe Angst, dass ich irgendwas verpasse, wenn ich jetzt einfach hier wieder einsteige. Gut, also wir haben, wie hießen da nochmal? Codex. Ressourcen, Vestarium. Wissensmarkierung, Schriftrollen, Lektion. Der Aschfall, oh Gott, nee. Lektionen. Wo finde ich das denn jetzt? Kann ich das nicht irgendwo lesen? Das ist aber seltsam. Okay. Schlakenablagerungen. Okay. Oh, warte, das will ich mitnehmen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob das Hacksilber hier eher sehr stark verbreitet ist oder ob man es tatsächlich alles sammeln muss. Da bin ich mir echt nicht mehr sicher. Dieses Erdbeben vorhin, ob es noch eins geben wird? Unwahrscheinlich, aber geologische Störungen sind in der Regel unvorhersehbar. Wenn die Geysire uns... der Geruch hier durch Fimbulwinter zugenommen haben. Dann die Erdbeben vielleicht auch. Ja,
Da könntest du recht haben, Junge. Ich mag diesen Schatten. Wow, da ist jemand. Sieht eine Stadt aus. Herzlich willkommen in Meet Avenir. Boah, das sieht echt krass aus. Da ist sogar einer. Hey, kleine Einwohner. Ach so, die wohnen hier alle. Wohnen hier in einer Anlegestelle. Hey, Zwerge. Oh, das sieht aus wie im Europapark hier. Wir rennen weg. Boah, wie das aussieht. Ein Alarm. So einen Alarm würde ich nur auslösen, wenn ich meinen Körper noch hätte und fürchten müsste, ihn zu verlieren. Da ist ein Huhn. Sie haben Angst. Wie das aussieht. Ich glaube es ja wohl nicht. Heilige. Ganz sicher ein Alarm, fürchte ich. So verstecken sich alle. Wachsam bleiben. Warum nur? Hey, wir sind neu. Boah. Niederfellir. Die Suche nach Tier. Können wir kurz mit euch reden? Die helfen uns sicher nicht. Suchen wir Sindaris Taverne lieber auf eigene Faust, falls sie uns reinlassen. Die sehen echt aus wie echte Hühner. Entwickler lieben Hühner, habe ich gelernt. So viele Spiele dieses Jahr, wo Hühner dabei sind. Aber nirgendwo ist Hühnerscheiße. Das sind sehr vornehme Hühner. Darf man das Wort überhaupt sagen? Diese feinen Holzarbeiten sind außergewöhnlich. Wie das aussieht. Ey. Da oben würde ich gern drin wohnen. Was kann ich denn da machen? War ich nicht. Wir kommen in Frieden. Okay, ihr hört das jetzt nicht. Es muss aber sein. Mir geht's nicht ganz so gut. Mein Lebensbalken ist nur noch ein Drittel voll. Boah. Ich glaub's ja wohl nicht. Da oben ist er. Melonis? Ist das eine Statue von Odin? Er muss hier echt beliebt sein. Oder gefürchtet. Oh Mann, ey. Wie sie alle weg sind. Noch mehr Melonen. Noch mehr Hühner. Oder hat jemand einfach seinen Käse und seine Suppe stehen lassen? Da gehen jetzt die Fliegen dran. Boah, ich will in so ein Haus rein. Oh mein Gott. Da könnten wir hoch. Ich weiß nicht, fällt das nicht ein bisschen auf, wenn wir hier jetzt direkt hochgehen? Hallo? Ja, ich würde gerne etwas kaufen. Eine wunderbare, prächtige Melone, bitte. Und ich nehme mir das hier mal, okay? Niemand hat das gesehen. Cindy. Ja. Hallo, ich bin weniger überrascht, denn ich wusste, dass ihr hier seid. Ich habe was für euch. Ach ja. Hätte er uns nicht einfach mitnehmen können? Was können wir da jetzt machen? Wir können doch garantiert jetzt gleich irgendwas lernen hier. Ich will Achterbahn fahren. Was hat der nur hier? Dieses Gestein. Okay, zeig her, was hast du? Was ist los, Zwerg? Ich bin froh, dass ich wenigstens noch einmal hier war, vor Ragnarök. Och, könnten diese Pflastersteine reden? Dann hätten sie Münder. Dreckige, widerliche Münder. Darf ich deinen Bogen kurz haben? Den solltest du dringend mal ersetzen. Die Vorteile von gewissen Materialien... Au! In ihrer Empfindlichkeit gegenüber Schallschwingungen wollte ich... schon seit ziemlich langer Zeit genauer untersuchen.
Danke, dass du es jetzt versuchst. Was wird es diesmal? Das ist echt schwer. Ich finde, am besten sieht man so etwas in Aktion. So einen Bogen zu spannen. So. Eine neue Sehne. Oh, ziel auf dieses Tor dort. Doch bevor du schießt, sag Skalva. 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 Okay, das ist wie bei Animes. Wir müssen immer unsere Attacken sagen. Skalva. Ich hatte nicht gedacht, dass du die Hälfte aller Kreaturen in Nidavellir aufschreckst. Woher sollte ich wissen, dass die da sind? Vorsicht, Rex! Wo denn? Uiuiui. Also, Dürlin. Skalva. So, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und morgen können wir uns hoffentlich noch ein bisschen hier umsehen. Ich würde so gern diese ganze Zwergenstadt entdecken. Ah, ich hoffe, das funktioniert. Vielen Dank und bis morgen. Tschüss.